What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Video, in dem ich sehr schlecht gekämpft bin und denselben scheiß Einleitungsspruch nehme wie jedes Mal. Er geht mir selber so hart auf den Piss, aber ich finde, die Einleitung ist einfach immer am schwersten, weil man noch so uncomfortable ist. Ich habe heute etwas ganz Besonderes vor, und zwar etwas, das nachgefragt ist wie Scheiße. Abgesehen von Locken und so wie, Haare ist sowieso ein ganz großes Thema auf YouTube und Instagram, und abgesehen von Lockenroutinen ist aktuell das angefragteste auf allen Plattformen, ob ich einmal zeigen kann, wie ich mir immer meine Zöpfe flechte. Ja, weil seit circa einem Jahr trage ich würde sagen, fast jeden zweiten oder dritten Tag Dutch Braids, also zwei Zöpfe, die an der Kopfhaut entlang runtergeflochten sind. Ich gebe mein Bestes, euch jetzt zu zeigen, wie man Dutch Braids flechtet. Was ihr braucht, ist eine Bürste, Haargummis und Notfallhaarspangen. Man braucht die Haarspangen nicht immer, aber es geht halt auch selten alles immer gut. Und wenn ihr sehr krause, sehr lockige Haare habt, ist es manchmal ganz schön, wenn man noch eine alte Zahnbürste zur Hand hat. Kommen wir nun zu den Tipps, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie mir damals jemand gesagt hat. Tipp Nummer 1. Ihr braucht Zeit, bis ihr das lernt. Also dieses Tutorial solltet ihr auf keinen Fall machen, so wie ich das früher immer gemacht habe. Eine Stunde, bevor die Hochzeit eurer Schwester anfängt oder der Geburtstag eurer besten Freundin. Auf gar keinen Fall. Weil das führt nur dazu, dass ihr die Bürste an die Wand schmeißt, mega krass aggressiv werdet, rumschreit, dass ihr hässlich seid, und dann habt ihr schlechte Laune den ganzen Abend. So, das Ganze muss sensomotorisch erlernt werden. Es kann sein, dass ihr super Profis seid und es direkt beim ersten Mal könnt. Die meisten Menschen sind es aber nicht. Es ist wie beim Tanzen oder wie damals, als ihr das erste Mal schwimmen gelernt habt, oder immer, wenn unser Körper was lernt. Im Erwachsenenalter lernen wir leider viel zu wenig, was so sensomotorische Sachen angeht. Auf jeden Fall muss das erstmal abgespeichert werden, diese Bewegungen. So ist das übrigens mit allen Sachen, ja? Also denkt nicht immer, ihr könnt keine Sachen. Man muss auch mal ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, man kriegt heutzutage jede App in 2 Sekunden, aber Dinge, die man mit dem Körper lernt oder mit dem Gehirn lernen muss, die brauchen halt auch mal länger als der Rest in unserer Gesellschaft. Tipp Nummer 2, ihr braucht eine Armablage. Am Anfang ist es mega anstrengend für die Arme, und bevor man da die Krise kriegt und immer wieder loslässt und von vorne anfangen muss, sucht euch wie beim Badezimmer diese Ablage, oder wenn ihr an der Kommode sitzt, die Kommode, einen Ort, wo, während ihr das festhaltet, ihr zwischendurch die Arme drauf ablegen könnt und chillen könnt einfach mal 30 Sekunden, um wieder Kräfte zu tanken. Ja, und jetzt halte ich meine Schnauze und jetzt fangen wir an. Und wenn ihr eure Haare gekämmt habt, dann zieht ihr einen Scheitel. Dann nehmt ihr die eine Seite und packt die weg. Und dann kämmt ihr die Seite, die ihr als erstes flechten wollt, nach hinten. Ich erzähle euch jetzt erstmal das Grundprinzip. Das Grundprinzip ist, dass ihr immer 3 Strähnen habt, wie bei den meisten Flechtfrisuren. Wir fangen hier oben mit einer kleinen Strähne an, die wir in 3 Strähnen teilen. Und das Grundprinzip beim Flechten ist ja eigentlich immer, dass wir immer die äußere Strähne drüber legen, ne? Also rechts drüber, dann links drüber, dann rechts drüber, dann links drüber, dann rechts wieder die Strähne über die Mitte, links die Strähne über die Mitte, bis wir irgendwann einen geflochtenen Zopf haben. Hier ist das Prinzip im Grunde genommen exakt dasselbe. Wir haben auch 3 Strähnen, und wir legen aber nicht die äußeren Strähnen abwechselnd da drüber, sondern da drunter. Also rechte Strähne unter der Mitte durch in die Mitte, linke Strähne unter dem mittleren Strang durch in die Mitte. Also quasi umgekehrt. Und zusätzlich nehmen wir Haare vom Kopf mit dazu. Also jetzt zum Beispiel die rechte Strähne soll drunter in die Mitte, und wir nehmen was vom Kopfhaar mit. So, zack. Jetzt die linke Strähne soll wieder unten drunter durch in die Mitte. Aber wir nehmen was von der Kopfhaut, also vom Kopfhaar mit. Unten drunter durch ist in der Mitte. Und dann wieder rechts, links, rechts. Ja, und das werden wir jetzt ganz langsam machen. Ja, ich werde euch jetzt die Finger nennen, die ich dafür benutze. Wenn euch das hilft, macht es mit und macht es genauso, wie ich sage. Wenn euch das nur verwirrt, nehmt die Finger, die sich für euch richtig anfühlen, und schaut, ob ihr das schafft. Ich habe auch irgendwann mein eigenes System dafür entwickelt.
Wir nehmen uns hier oben von der Ecke zwischen Scheitel und, also hier, ne, so ein kleines Dreieck, nehmen wir uns an Haaren. Es kann ruhig wenig sein, aber es muss genug sein, dass man drei Strähnen daraus formen kann. Und das machen wir auch. Mit der rechten Hand teilen wir die erste Strähne an der Seite ab und mit der linken Hand die zweite, sodass wir drei Strähnen haben. So, jetzt nochmal von oben. Wir unterteilen diese Haarsträhne, diese Anfangshaarsträhne in drei Haarsträhnen. Wieder die rechte ganz locker in der rechten Hand. Die linke wird hier gehalten zwischen mit kleinem Finger und Ringfinger, so wie in der Faust eingeklemmt. Und die mittlere Strähne wird gehalten zwischen Zeigefinger und Daumen. Der Mittelfinger geht hier drunter. Und jetzt legen wir die rechte äußere Strähne unten drunter und dieser Mittelfinger greift sie sich richtig fest in die Hand. Und die rechte Hand zieht die ursprünglich mittlere Strähne wieder hier rüber. Greift die mittlere Strähne mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger, nimmt die jetzt neue mittlere Strähne mit Daumen und Zeigefinger und die linke Hand ist wieder frei, um diese Strähne, die linke Strähne, hier drunter zu legen. Der Mittelfinger der rechten Hand greift sich die Strähne und die linke Hand kann die ursprünglich mittlere Strähne rüber nach links ziehen. Und so geht es weiter. Die eine Hand übernimmt immer zwei Strähnen, während die andere Hand eine Strähne plus Haare von der Kopfhaut unten drunter herlegt. Und dann wird wieder alles gegriffen. So, und so machen wir das abwechselnd. Es wird immer die eine Seite mit Haare von der Kopfhaut gegriffen, unten drunter in die Mitte gelegt und dann wieder die andere Seite mit Haare von der Kopfhaut zusammengenommen und unten drunter in die Mitte gelegt. Macht ihr so lange nach unten hin, bis ihr kein Haar mehr an der Kopfhaut habt. Ja, und dann seid ihr im Nacken und dann flechtet ihr einfach weiter. Wenn keine Haare neu dazugenommen werden können, flechtet ihr unten einfach weiter. So, das ist jetzt alles, ehrlich gesagt, nicht so schön geworden wie sonst, weil ich es ohne Spiegel und mit Kamera gemacht habe. Mir passiert es sehr häufig, dass hier die Strähnen so blöd irgendwie abstehen. Und deswegen habe ich immer diese kleinen Spangen parat. Dann nehme ich das, ziehe das so an diesen Zopf ran, fest an der Kopfhaut befestigen und dann schiebe ich die Nadel quasi unter diesen am Kopf geflochtenen Zopf. Und dann ist das meistens alles stramm. Die Dicke der Zöpfe könnt ihr immer beeinflussen, indem ihr zum Beispiel hier unten, so sieht es halt aus bei Menschen mit Locken, ne? Schön, ein Pinsel, wie meine Freundin Laura immer sagt. Oh, da hast du wieder einen kleinen Pinsel. Kann man das immer noch weiter runterziehen und dann habt ihr wieder mehr Spielraum, um wieder so ein bisschen Volumen nach oben zu ziehen und die ein bisschen größer zu machen. Seid ihr aber vorsichtig, wenn ihr wie ich zum Beispiel viele abgebrochene Haare habt, dann kann das sein, dass die an allen Ecken und Enden. Ich persönlich mag das eigentlich alles immer, wenn das recht eng geflochten ist. Ich bin der praktische Mensch, der einfach nur seine Scheißhaare aus dem Gesicht haben will und dabei aber auch schick aussehen will. Das ist mir wichtig. Man glaubt das immer nicht von mir, aber ich bin doch auch schon ein Mensch, der auf Ästhetik achtet, wenn er sich mal außerhalb seiner Jogginghose befindet. Also bei mir achte ich auf Ästhetik. Ihr könnt alle rumlaufen, wie ihr wollt. Das ist mir wurscht. Was ich persönlich noch mache, ich glaube, das ist bei vielen Leuten nicht so wichtig. Ich nehme mir oft noch eine Zahnbürste, die habe ich jetzt mit Wasser nass gemacht und dann mache ich hier vorne die kleinen, oh, die ist nicht nass genug, egal, nutz fürs Prinzip die kleinen Babyhärchen gerade. Da mache ich die hier so ein bisschen schön ordentlich und dann hier, wenn
hier noch so Sachen abstehen, kann man die noch so ein bisschen in den Zopf mit reinkämmen, kann auch noch mal eine kleine Spange nehmen und es richtig festmachen, damit das alles schön aussieht, während wir überbelichtet in der Kamera sind. Ich hoffe, das war in irgendeiner Art und Weise verständlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten rein. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, verlinke hier noch Videos von mir. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr ihn noch nicht gegeben habt. Und ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.